So, hallo, wir machen weiter bei. Judicium Tribunalis. Dankeschön. Das letzte Mal haben wir den Teil nach dem Midway Point gespielt, beziehungsweise wir sind erstmal bis zum Midway Point gekommen und haben dann noch den Teil nach dem Midway Point gespielt und sind jetzt auf der Zielgeraden. Vielleicht. Ja, ich frage mich, ob das zeitlich noch möglich ist, aber es müsste alles drin sein, ja. Naja, doch, doch, es kommt ja gleich der Ultima Ratio-Raum und da wird Zeit auf 100 resettet und dann ist alles gut. Ich hau dir gleich zeitlich möglich. Okay, hier runter will ich hin. Nee, wo will ich hin? Warum ist Doch, der doch, überhaupt du. so ein Block? Ja, damit du da notfalls gefangen bist und dann nicht mehr rauskommst und stirbst. Aber warum sollte ich da hinlaufen? Ja, weil du ein. Nicht, weil du ein Idiot bist, aber weil es vielleicht Spieler gibt, die idiotisch genug sind, da runterzugehen, sich zu versafestaten und nicht so viele Sicherheitssafestates haben wie du und dann rumschreien wie ein Kreischekind. Wie ein Mirko. Ach, das ist So, wirklich ich einfach nur hoffe, der so. gelbe Creeper lebt noch. Wirklich nur so ein Troll-Dingens, nicht, dass du irgendwas anderes reinlaufen musst. Oh shit, da komme ich nicht mehr hoch. Da Doch, mit kommst du Anlauf hoch. geht es. Mit Anlauf geht es, ja. Ah. Und ich hoffe echt, dass der gelbe Cooper noch lebt. Ich habe ihn nicht gekillt. Na dann müsstest du ja gleich keine Probleme haben. Jetzt, aber wenn er wieso, selbst wieso soll gekillt. ich den gelben Cooper von da oben nochmal brauchen? Bestimmt Ja, Mensch. noch mal eine Disco. Juhu. Ja, natürlich noch meine Disco. Ach, Hallöchen. So, jetzt gehst du da unten nach links, lotst ihn da Ach, runter Hallöchen. und reitest ein bisschen Nein, nach er rechts. musste noch leben, weil ich habe ja aus ihm da oben eine Disco erst gebaut und dabei ist er ja nicht gestorben. Das heißt, Und das an seinem Platz konnte ihn auch gar keine Disco töten. Und brauchst du den Piesel noch? Das ist die große Frage. Oh ne, bitte nicht. Das kann eigentlich nicht sein, weil, also, da kommt ihr erst da angelaufen. Ach, dafür habe ich den. Jetzt begreife ich erst, dass ich dafür den P-Switch gedrückt habe, deswegen kam der da plötzlich. Ach, Alter. Ja, ansonsten wäre er weiterhin da oben stecken gewesen. Richtig. Jetzt raff ich das erst wie. Jetzt raff ich erst die Konstruktion hier. Ja, das habe ich mir alles schön auf meinem Blatt Papier damals aufgemalt. Echt cool. 2000 So, was steht hier? irgendwas. Ultima Ratio, Emergency Exit. To leave this Chateau, you must enter the Green Pipe. Ja, es gibt 100.000 blaue Röhren, aber du Stirb! musst eine Stirb! grüne. Stirb! Stirb! Conning gegen Disco, wer gewinnt? Oh, den Score gewonnen. Sag mal. Das schaffst du. Inzwischen steht's 2-0, 3-0, 4-0, 4-0, 5-0. 5-0. Au. Conan, wenn du jetzt gewinnst, musst du trotzdem nochmal laden, gell? Weil du musst ja dann vorne sein. Jetzt steht 6-0. Ja! 6-7. Nein, nein, ein Sieg reicht. Ah. Ja, bin ich denn blöd? Ja, Nein, den das geht Part leider nicht. überspielen wir jetzt mit der Disco Shell hier. Ja, wir strecken das Video in die Länge. Das gibt's doch nicht. Dankeschön. Alter. Wo ist die Green Pipe? Huch. Oh je. Die ist nicht green. Nein, die kommt erst am Ende. Ach so. Ultima Ratio Raum hat ja noch nicht begonnen. Du bist ja noch nicht auf 100 Sekunden resettet worden. Ach so. Jetzt beginnt die Ultima Ratio. Was heißt Ultima Ratio? Wait, Ultima das. ist wahrscheinlich Ultima, oder? Ein Ratio? Dann sollte ich hier extra. Nein! Oh, ich Doofnase. Na gut, wir rennen nochmal nach hinten. Und wir machen auf der blauen Röhre extra Safe States, das erscheint mir sinnvoller. Ist der Ultima Ratio Raum knapp, weil wegen 100 Sekunden oder. Es geht. Ist der. Es gab schon knappere. Ja, gut. Noch knapper als das Wasserlevel kann es nicht werden, aber. Kann es. Naja, ich verschrei's nicht. Wenn du dich halbwegs vernünftig anstellst, müsste es hinhauen. Du weißt, dass ich spiele, so wegen vernünftig und Ja, so. aber ich habe dennoch Hoffnung. Okay. Nein, ich meinte nur wegen vernünftig. Das bin nicht ich. Warum sollte ich den oben drücken?
Ja Mensch, vielleicht hast du da links etwas, was du darüber bekommen willst. Ja, jetzt sollte ich ihn... Ups. Jetzt sollte ich ihn dann drücken, das ist richtig, aber jetzt vorher noch nicht. Ja, vielleicht willst du auch den Throwblock behalten. Ach nö. Ja, ich weiß nicht, wie du durch drei Invisible Node Blocks hindurch den Block da oben aktivieren willst. Oh! Ich glaube, ich will den... Oh, fuck. Von vorn. Ich gebe zu, der Raum hier... Der ist relativ klein, also... Ach, fuck. Folgt nach nochmal ein Raum und danach der Raum ist dann der letzte. Also drei Räume noch. Ja. Okay. Dann gucken wir uns vielleicht erstmal an, was hier kommt. Also klein. Das ist rechts und klein weiter, das sage ich dir gleich. Du kannst den Raum auch klein verlassen. Oh. Aber schade, dass der Pilz nicht... Was er gesagt, nachdem Chosen etwas angedeutet hat? Vielleicht erinnert sich da jemand noch dran? Ach Mann, ja, auch lustig, wenn den Pilz etwas später aktivieren. Oh. Ja. Wäre auch lustig, wenn der Pilz nur fake wäre und für Zeitverschwendung da wäre. Na, du könntest ihn gut gebrauchen, denke ich. Das wäre auch lustig. Scheißdreck. Wobei. Na, nee, ist zu bald gewesen. Nein! Jetzt noch nicht. Aua. Nein, so. Dankeschön. Die sind überall, ja? Nee. Ich glaube, du kannst dazwischen irgendwo stehen. Schau mal nach. Irgendwo müsste eine freie Stelle sein. Okay. Ich glaube hier, unter den drei Invisible Blöcken. Ah, okay. Meine ich. Irgendwo müsste ich was freigelassen. Das wäre ja nett, weil der Pilz hier eine Weile... Ah ja. Sehr schön. Ja. Okay. Das ist ja sogar nett. Naja, ich bin nicht so böse wie andere Leute, die das alles pixel-perfect verlangen. Zumindest nicht in dem Level. Zumindest nicht in dem Raum. Ja, ich gebe zu, der erste Raum war etwas übertrieben. Ach, übertrieben zu bauen macht Spaß. Oh nein, der geht kaputt! Das schaffst du noch. Nice. Ja, und jetzt kann ich nämlich chillen. Ja, weil der Pilz da zum Glück hängen bleibt. Ja, weil da jemand nett gebaut hat. Ja, ich hätte die linke Röhre einen runtersetzen sollen, damit er da... Nee! Nee, alles gut. Du willst hier nach rechts scrollen. Will ich das? Ja. Okay. Dann wird's etwas einfacher. Oh mein Gott. Und ich hoffe, das reicht zeitlich noch. Und, weißt du, was jetzt für ein Raum kommt? Es ist nicht schwer zu erraten. Ah. Ich glaube, groß doch das Raum. Level-Dings doch. Ach, da bist du ja gleich da. Oh Gott, komme ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. Ich muss da... Oh, ich muss da jetzt klein durch, oder was? Ja, du kannst dich ducken und dann dasselbe nochmal machen. Es ist na, toll. Echt schwer. Doch zeitlich könnte es echt knapp werden. Ach nö, sag doch sowas nicht. Ich schau mal kurz, wie viel Zeit ich da hatte. Ach, das wird spannend. Wahrscheinlich bist du genau 2 Pixel vom Ziel. Ja, pass mal auf. Sag mal. Ja, also ich hatte an der Stelle noch ungefähr 35 Zeiteinheiten. Aber es könnte hinhauen, glaube ich. Wie viel hattest du am Schluss noch? Wenn du im Ziel ja, warst? Ich muss mal kurz nachschauen. Okay. Dann können wir gleich zurückrechnen, ob das reicht oder ich nicht. Ich glaube, 12 hatte ich da. Ich schau nach. Dann reicht's gerade noch so. Ja, das Ziel ist auf unterschiedliche Weisen machbar. So viel kann ich auch sagen. Und ich hatte 18. Ah, okay. Also, es ist echt nicht so knapp. Du machst mir Mut.
Conan am Verzweifeln. Na, fuck it. Ich wollte speichern. Dankeschön. Wir gehen die 8 rein, aber wir schaffen es bis zu 88. Wir kommen doch in die 88. Aber nur konstruiert. Ja, nur konstruiert. Wow, ach, fuck it. Ich darf nicht ducken. Mich nicht, nicht ducken. Nicht ducken. Ah, wie soll ich das jetzt... Oh Gott. Ja, einfach geduckt bleiben und willkürlich auf Springen hauen und hoffen, dass du rüberkommst. Oh. Das haut ja hin. Ja, ab und zu springst du, ab und zu nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob es da irgendwie Pixel gibt, an denen das geht und an welchen das nicht geht. So genau kenne ich mich da nicht aus, aber irgendwie habe ich es immer rüber geschafft. Ah, toll. Ja, der war doch gut. Und dann wieder den Midway Point aktivieren. Genau, das nochmal. Gute Idee. Ne, finde ich auch. Dann hast du nämlich einen Pilz in der Box vielleicht, wenn der Midway das macht. Ja, vor allem, weil der Midway Point ja jetzt da ist. Mhm. So, 8 Sekunden, viel Spaß. Bedenke, grüne Röhre führt dich nach draußen. Du kannst auch so mal reinschauen. Ah, du musst spin-jumpend auf den da drauf kommen. Genau, und dann weiter auf sich nach oben und unten bewegende Röhre. Genau. Easy. Ja, schön, mit mehr Glück als Verstand. Easy. Ja, wow, das ging schneller als erwartet. Das war easy. Ah, das ganze Level war total... Nein, natürlich nicht. Wir so. Können jetzt gar nicht aufhören, weil wir haben erst 10 Minuten. Du kannst ja mal hier reinschauen... und mal kurz schauen. Warum es in der Version nicht geht? Ja, ich möchte mal kurz schauen, was ich hier gemacht habe. Ich weiß es nämlich gerade nicht. This is the end of the first Essex levels. Please switch to it very 2 Level 7, 8, 9 now to continue this hack. Bei mir heißt der anders. Ja, das ist halt der Original. Bei mir heißt der Sariel 2. Okay. Weil ich den so genannt habe. Die Röhre ist nicht mehr aktiv. Gut, nein. Das heißt, der Raum ist richtig gebaut. Yes. Dann tun wir jetzt das einzig Richtige. Wir wechseln den Hack. Ja, aber wir müssen noch das Spiel beenden. Ach, so schlimm kann es doch nicht sein, dass du das einzig Richtige Spiel vorbei. Spiel beenden siehst. Ja, genau, du kannst mal in den Intro-Screen schauen, damit du weißt, wie man Judicium Tribunale schreibt. Ah, Iudicium Tribunalis. Das hätte ich vorher im Iudicium gelesen. Ich glaube, ich habe das dann auch im wahrscheinlich Iudicium gelesen. Von Lyras. Was mein SMW-Central-Name ist. Yes. Sehr schön. Okay. Dann machen wir weiter mit Level 7. Ja, das Puzzle-Level, auf das sich schon so viele Leute freuen. Oh ja. Nicht. Ach, das machen wir jetzt ganz locker hier und dann nächsten Part haben wir dann Level 8. Ja, intuitiv die richtige Lösung nehmen. Ich glaube, das war das, wo du dich mit den Saves ein bisschen Ich glaube, das war doof. Ich sollte in Empty reingehen, ne? Ja. Ich glaube, da hast du ja letztens den falschen Patch aus Versehen benutzt. Richtig. Und dann, genau, war hier alles leer. Das können wir kurz nochmal zeigen, wo wir gelandet sind. Schon mal, ja. Wo ich erst dachte, hä? Mhm. Wir wollten nämlich das Höhlenlevel spielen und dann... Ja. Genau. War da eine tiefe Höhle. Ja, richtig, die Höhle ist so deep. Da, das ist, ja. So. Huch! Oh, ich bin... Ja, das sollte erst nicht in die Höhle springen. Da wollte ich nicht reinspringen. Das musst du vor dann. Sonst kommst du nicht aus dem Level raus. Ja. Hoppala, so you decided to continue. Well, good luck. Hast du eine Idee, was der Levelname heißen könnte? Penae Mentis. Ja, also Mentis ist Geist, oder? Irgendwie sowas. Ja, Genitiv des Geistes. Okay. Okay. Und er hat 2 Exits, offensichtlich. Und Penny... Aber hast du nicht gesagt, der hat nur einen Secret Exit? Achso. Ja, dann wird's schön für dich, die 2 Ausgänge zu finden. Oh je. Es ist nicht umsonst ein Puzzle-Level, das den Namen Die Flügel des Geistes trägt. Muss ich da vieles doppelt und dreifach spielen dann?
Ich weiß, du haust gerne Leute, die dich zur Weißglut bringen, und ich sag mal so, du musst das Level eigentlich zweimal komplett spielen. Okay, das heißt, fürs Let's Play müssen wir das abkürzen. Ja, du machst das zweite Mal dann einfach offscreen. Oder ich setz mich mit Luna Magic dahin, wo ich hin muss. Also ohne jetzt die Lösung spoilern zu wollen, aber ich schätze mal, wenn man es zweimal macht, musst du ein Ziel einsammeln, oder? Zweimal. Kann das sein? Ja, du hast es übrigens schon verkackt, aber schau dich einfach mal um. Ja, ich komme hier nicht mehr zurück. Nee, ich komme noch zurück. Ich hab's schon verkackt, war's? Weil der Typ hier reingelaufen ist. Ja. Den brauchst du vielleicht um. Wofür das denn hin? Ach ja, genau. Übrigens, Conan, ein wichtiger Tipp, den ich dir gleich mal gebe. Es ist nicht alles so, wie es scheint in dem Level. Okay. Na gut, jetzt müssen wir. Also selbst wenn etwas irgendwie hoffnungslos aussieht oder so, es gibt manchmal durchaus die Möglichkeit, noch weiterzukommen. Okay. Komme ich darüber? Das frage ich mich auch. Wenn ja, könntest du vielleicht breaken. Vielleicht aber auch Ach, nicht. Ach verdammt, sag doch sowas nicht, dann bin ich getriggert. Es gibt auch eine Stelle, wenn du es schaffst, da den Block zu duplizieren, kannst du dir einen richtig miesen Teil des Levels sparen. Ich sag dann einfach, wenn es soweit ist. Lieber nicht, sonst mach ich's. Wenn es nur Block duplizieren ist, das mache ich. Ja, dann zeig mir, wie du das machst. Ach so, wenn man es schafft, aber man schafft es nicht, okay. Ja, ich weiß, es ist vielleicht möglich, aber es ist nicht einfach. In Puzzle-Leveln ist es eh immer interessant, als Macher zu sehen, ob irgendwelche Tester es schaffen, das zu breaken, anders zu spielen als gedacht. Davon kann Chosen Kid singen. Ja, vor allem wenn ich keine Tester habe, außer dich, Conan. Ja, selbiges ist hier der Fall. Oh je. Ja, spring mal hoch, schau mal, was da alles kommt. Ja, würde ich ja, aber die schießen nicht. Komme ich da so hoch? Ich denke schon, oder? Yes. Oh Gott. Ich sag mal so, an sich musst du den Sprung nicht machen. Es gibt an sich, bis auf in einem Raum, keine wirklich schweren Sprünge. Okay. Wir wollen es ja breaken, oder? Also Conan wird es sicher breaken. Nö, das kann ich nicht breaken. Dann ist die andere Frage. Nicht, wenn ich da hoch muss, das will ich nicht. Wenn ich da nicht hoch muss, dann will ich da nicht hoch. Also an sich musst du da nicht hoch. Okay, dann bin ich da nicht hoch. Dann bin ja, dann ich allerdings direkt jetzt schon am Ende meines Lateins, weil die schießen da nicht, oder wie? Die sind einfach nur da. Das ist ein Deko. Na, das toll. Level ist so blau, das hat noch ein bisschen schwarz gebraucht. Die Mancher haben nicht genug die schwarz. Die Mancher sind nicht schwarz genug, nee. Ich wollte gerade sagen. Du musst die Lavasuppe da links auch schwarz machen. Mit noch mehr schwarzen. Da soll man hochkommen. Ja, die Sache ist, ich habe leider nicht allzu viele Paletten zur Verfügung. Ja. Also, ich wüsste nicht, wie man da hochkommen soll. Ja, wenn er schon sagt, du musst da nicht hoch, dann musst du da auch nicht hoch. Ja, dann ist aber... Jetzt nicht so. Ach so, jetzt sehe ich den Anfang. Genau, hast du schon seit ein paar Minuten gesehen. Nee, aber den Anfang, den ich wirklich als Spieler machen soll. Wie ich hier reingehe. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin schon mit meinem Latein am Ende, aber... Okay. Dann starten wir das Level mal von vorne und lassen den Cooper da durch, ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Da durchlaufen. Vielleicht willst du nach rechts scrollen, das hilft dir, dass der Cooper nicht so schnell stirbt. Ja. So, mal gucken. Ah, jetzt hat er überlebt. Easy. Ja. Oh. Easy. Ja gut, das muss noch ein bisschen besser getimt werden. Oder anders gesagt, du aktivierst nicht den rechten Block zuerst, sondern zuerst den linken und dann den rechten. Das ging mir natürlich auch. So ist es zumindest, wie es ich mache. Ich weiß nicht, wie du das vorhast. Stopp! Das Schöne ist, das musst du, glaube ich, 3 oder 4 Mal machen. Okay. Ah. Aber bei dem Cooper oder bei anderen Coopers? Genau hier an der Stelle. Ah, okay. Und immer mit einem anderen Item in der Hand.
Okay. Okay. Die Puzzle-Level sind die schönsten. Wo dann habe ich aber auch nicht so viel geskippt, wenn ich hier schon vorher rübergekommen wäre. Ja, sagen wir mal so, du musst den Cooper ja nicht da unten haben, er könnte auch hoch. Ja, aber jetzt bin ich erstmal hier unten. Jetzt muss ich mir erstmal hier umgucken. Ja, dann schau mal, was hier unten ist. Was haben wir denn hier in der Röhre? Einen neuen Raum. Der ist scrollt, tschüss. Das ist echt nicht schlimm. Verdammt, ich muss da rein. Hast du schon Angst vor Scrolling-Level, nicht nur vor Coinsnakes? Ich habe schon immer Angst vor Scrolling-Level gehabt. Oh, dann baue ich dir mal ein Scrolling-Level, wo Coinsnakes drin sind. Ja, nee. Okay, hier komme ich nicht weiter. Raus. Ja, wahrscheinlich. Das also heißt, der Cooper soll direkt nicht da laufen, sondern er soll direkt vielleicht eins höher. Na gut, dann geh mal eins höher, Herr Cooper. Noch höher kriege ich ihn aber nicht. Da ist Maximum. Noch nicht. Wenn du eine Shell in der Hand hast, dann geht's höher. Ja, dann ja. Ja, die Sache ist, ob er hier eine Shell finden wird. Ich denke mal schon. Ist ein Puzzle-Level. Ups. Wie lange hast du für das Level gebraucht? Mein klar, du Stunde kennst natürlich in etwa eine Stunde 15 kann es sein. Wie gesagt, bereits gesagt, es gibt einen Kaizo-Raum hier. Je nachdem, wie man sich da anstellt. Also selbst, obwohl halt du wusstest, wie es geht, weil du ja nicht das Puzzle rausfinden musst. Eine Stunde gebraucht. Ach du Scheiße. Das Level ist lang. Luna Magic hat sich auch immer wieder beschwert, dass zu viele Objekte in diesem Raum sind. Ach du Schande. Nein, ich will nicht mehr als 88 Sprites haben oder 84 irgendwie sowas. Nicht Sprites, das waren wirklich Objekte, also Mancha, Bodenteile und so weiter. Also ich habe mal Level gebaut, wo so Höhlenzeug, wo richtig viele Objekte drin waren. Das Luna Magic hat sich nie beschwert bei mir. Ja, da waren und die waren nicht auch genug. 1F lang. War es noch nicht genug, dass es sich beschwert hat? Aber wie komme ich jetzt da runter? Hat er dann einfach gesagt, er kann nicht mehr speichern, weil will er zu viel... Will ich da überhaupt runter? Ja, ich will da runter. Oh nein, ich will, dass der da weitergeht. Natürlich willst du, dass er da weitergeht. Oh Gott. Du willst da rechts in der Lücke landen. Wenn ich jetzt auf ihn drauf springe, dann wird der Block aktiv, ne? Nein, ah, es passt sogar, okay. Warte, jetzt doch! Und Chat war vorhin noch nicht so ganz unten gelandet, sondern noch einen Pixel in der Luft. Das ist ja eigentlich ganz gut, wenn das ginge nochmal. Oh, hier würde ich schon wieder gerne Slow-Mo anmachen. Dann machst halt für den einen Sprung und dann wieder aus. Okay. Dann ist das nämlich viel angenehmer. Also den Sprung kannst du auch mehrmals machen. Ja, das dachte ich mir schon. Du kommst aber eh nicht weiter da rechts, oder? Doch klar, er geht doch jetzt weiter auf den Boden. Ah ja, stimmt. Ah, der Poki geht da unten. Sonst hätte ich gar keine, sonst wüsste ich gar nicht, wo ich weiter sollte, weil dann wäre das alles gewesen, was ich kenne. Ja, soweit macht Conan alles, wie es geplant ist. Hurray. Juhu. Au. So, du kannst dich weiter umschauen. Viel Spaß. Da oben ist eine Röhre. Da kann man mal gucken. Soweit mich der Poki lässt. Ist das der Poki-Abschnitt, den du vorher eigentlich gemeint hast? Ja, ja. Es gibt einen... zwei oder drei Pokés in dem Level, aber den hier musst du auf jeden Fall mehrmals benutzen. Mit Items natürlich. Ja, immer wieder anders ausgestattet. Oh je. Aber da ist die Gefahr ziemlich groß, dass man das breaken kann, wenn man immer wieder das gleiche machen muss mit verschiedenen Items. Ja, ja, deswegen bin ich ja gespannt, was Conan hier so anstellt. Okay. Und ob du ihm irgendwelche Break-Tipps gibst. Das muss ich mal gucken, ob ihm was einfällt. Es ist deine Chance, Chosen. Jetzt wird nicht dein Level kaputt gemacht, sondern das eines anderen. Und du bist es, der es kaputt macht. Ja, du musst mich echt anstrengen hier. Motivation. So, was haben wir denn hier? Tipp an sich ist es geplant, hier reinzugehen. Ah, okay. Gehen wir erstmal weiter. Ach so. Ja, hier ist eh Ende. Nee, hier ist noch nicht Ende. Nee. Sind das Blöcke, die ich in die Hand nehmen kann? Aha, ja, okay. Ah, das heißt, theoretisch könnte ich hier noch weiter. Ja, schau mal, ob du mit dem Poki hier weiter könntest. Ja, kann er ja, oder? Der Poki geht da weiter und... Naja, bedenke die Höhe der Mannschaft. Der Poki geht da nicht durch. Also Poki kann durch die Blöcke durch, so viel sage ich. Ja, sobald der unterste irgendwo durch kann, kann Poki gesamt durch. Genau, und jetzt ja, aber ich komme nicht weiter. Kannst du mit dem Throwblock den Poki kleiner machen? Oh. Huch. Also hättest du gekonnt, wenn du ihn nicht da eingesperrt hättest? Ja, okay. Das wieso geht der kaputt, wenn ich ihn in die Hand nehme? Was ist jetzt los? Das verstehe ich nicht. Ist doof?
Jetzt. Vielleicht kannst du noch gleich zwei kleine machen, irgendwie. Müsste ich, weil das reicht nicht. Ja, das reicht nicht. Vielleicht, wenn du an ihn rangehst und nach oben wirfst, ja, irgendwie so? Ja. Er geht ja nicht kaputt, sondern... Ah, Mist. Okay, schade. Oh, was? Ja, an sich ist das hier nicht geplant. Das wäre die Break-Möglichkeit von ihm. Oh, verdammt. Der geht echt nicht kaputt, der muss dagegen stupsen. Hm. Ja, okay, er braucht noch ein zweites Item, um ihn noch ein Stück kleiner zu machen. Oder der Abschnitt hier ist fake und du musst gar nicht mal hier lang. Wenn du bereits gesagt hast, ist alles so, wie es scheint. Was kommt da hinten? Hm, man sieht's nicht. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal in die Röhre, würde ich sagen. Wenn du sagst, da geht's weiter. Ein schöner Ansatz. So. Wir sind bei State 3. Mal schauen, wie weit du in diesem Level mit deinen States kommst. Bis 88. Nimm ihn mit! Dankeschön. Wo kommen wir wohl raus? Am Anfang. Jetzt du darfst den Koki nochmal retten. Jetzt können wir den Koki 2 kleiner machen. Jetzt können wir weiter. Ja. Das wäre auch der Weg, der gedacht ist, ja. Spring lieber da hoch, Conan, dann breaken wir alles. Ja, das haut nicht hin. Ich glaube, das haut nicht hin. Ich kann hier zwar Anlauf nehmen. Also wirklich Anlauf kann ich auch nicht nehmen. Huch. Du kannst ja auf den... auf den nach vorne fliegenden... Ja, das wollte ich gerade gucken. Ach, der geht da hinten kaputt. Okay. Und sehr weit komme ich damit, glaube ich, auch nicht. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal nicht den Poki retten. Wir machen jetzt erstmal was ganz was anderes. Ich bin gespannt. Ich will zumindest halt mal wissen, was in den Blöcken da drunten... Ach, sag mal. Was ist denn? Dacht. Mit Slow-Mo, das geht dann. Ach, Kupi. Sei halt nicht so. Huch. Ja, toll. Ach, jetzt ist er wieder runtergelaufen. Das gibt's doch nicht. Moment, was? Hier kann man doch auch nochmal rein. Ja, da war ja, eine schöne Bonusraum. Ach. Da musste groß sein, wahrscheinlich. Das war der Murks. Ja, in diesem Raum solltest du groß sein, oder auch nicht. Oder Yoshi. Oder gar nicht. Es gibt einen Yoshi, hast du gesagt. Es gibt sogar 4 Yoshis, glaube ich. Ah, von jeder Farbe ein? Nein, leider nicht. Oh, schade. Wobei, wenn du den, in Anführungszeichen, Secret Exit nimmst, dann hast du auch mal einen blauen, der sonst normalerweise nicht vorkäme. Ja, jetzt sind halt die Flügel, das habe ich schon verstanden. Ja, die Flügel des Geistes. Ah, die Flügel. So, kommen Sie mal mit, meine Dame. Ja, nein. Du kannst da unten jetzt in den Scrolling-Part. Du solltest den Cooper halt nicht kaputt machen, um darüber zu kommen. Wirklich? Ja, ich weiß, ich gebe immer hilfreiche Tipps. Kannst du nach oben springen können, genau, wollte ich gerade sagen, und dann hinterher. Aber du machst das schnell. So. Was war hier hinten nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Ja, ach so. Eine ganze Menge gar nichts. Das war der Teil. Ja, da kommt mir bestimmt mit dem grauen Piece-Witch nochmal her. Muss so, man jetzt kommt hier eine Ranke raus, jetzt können wir gucken, was hier Tolles kommt. Du wirst wahrscheinlich nicht weit kommen. Ja, wobei doch, du kannst den Raum schaffen, glaube ich, aber du wirst danach sterben. Das ist dann der Abfrageraum. Hast du da wirklich alles dabei? Eine Shell wäre hier, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, eine Shell wäre hier, glaube ich, ziemlich verkehrt. Was? Du kannst hier vorspulen, es geht nur geradeaus. Eine ganze Weile. Hier wäre eine Shell super. Ich weiß nicht, ob eine Shell so super wäre.
Ja, oder halt so ein blauer Block von mir aus. Ja, hier kannst du rein, normalerweise. Und dann? Dann am Anfang. Nicht ganz. Ah, okay. Das heißt, wenn ich den Block behalten könnte... Aber das kann ich nicht. Ja, da musst du wahrscheinlich die Shell mitnehmen oder irgendwas sowas. Ja, du könntest die Ranke versuchen, nach oben zu duplizieren. Das wäre zwar nicht der gedachte Weg, aber wenn du Lust darauf hast... Ach nee, lass mal. So, nochmal ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass das hinhaut. Ich frage mich gerade eh, wie du den blauen Koopa sagen willst, dass der da die Shell nicht vorschießen soll. Oder den Throwblock, zumindest nicht so schnell. Das wird auch lustig werden. Ja, nevermind. Zurück zu Koopa. Ja, vielleicht willst du nochmal oben lang gehen mit ihm. Ach, du blödes... Natürlich! Huch, da dreht sich ja schon alles. Ja, super. Ja, es dreht sich nur leider nicht lang genug, wie es scheint. Nee. So, können wir das jetzt einfach nochmal neu machen? Nicht runterlaufen. Okay, geh. So, zurück. Alles zurück. So, zack. Und los. Dankeschön. Dann machen wir den ganzen Spaß jetzt also nochmal mit Poki. Mit Block in der Hand. Oh, um Gottes Willen. Ja, wenn dir die Sprünge zu schwer sein sollten, was sie ja eigentlich nicht sind, dann mach halt Slow-Mo auf 50%. Ja. Aber ich sag mal eins, das hier ist nicht der schwere Raum, von dem ich sprach. Ja. Das ist jetzt der erste Raum, in dem wir sind. Ja, der erste von, ich glaube, ungefähr 20 Räumen. Ja, da hinten mache ich auf jeden Fall wieder ein Safe. Ein Slow-Mo. Übrigens auch der erste Raum, der längste Raum von 20 Räumen. Wie lange hast du gedacht, brauchen wir für den Hack noch 8 Stunden? Dann müssen wir mal 6 nehmen, oder? Das war die Rechnung. 6 bis 10 habe ich gerechnet. Okay, ja, mal 6, dann sind wir bei 36 bis 60. Oh je. Wenn der 20 Räume hat. Außer du zählst die kleinen Räume mit, die. Okay, halt, geh halt nach rechts, Mann. Zum Beispiel der erste Raum, wo halt nur 2 Röhren sind und die Mancha. Ist das auch ein Raum? Ich habe jetzt jeden Raum mit einberechnet, also auch die kleinen, wo du nur ein Item nimmst und wieder verlässt. Okay. Wie sieht's hier eigentlich zeitlich aus? Werde ich Probleme kriegen oder ist da alles... Momentan nicht. Später gibt es mal eine Stelle, wo du hier dich ziemlich lange in dem großen Raum aufhalten musst. Da könnte es etwas knapp werden, also ich hatte da 200 Sekunden Restzeit. Wie du dich da anstellst, weiß ich nicht, aber... Noch ist es nicht so weit. Noch lange nicht. Naja, lange würde ich nicht sagen. Es ist eigentlich relativ bald soweit. Okay. Und hier machst du wieder Slow-Mo an, denke ich. Richtig. Gut gedacht. Huch. Wenn man den irgendwie so positionieren könnte, dass er einfach bleibt. Ja, du kannst eine Poki-Geschwindigkeit mit Mario erreichen und dann einfach auf ihm vorspulen. Ich weiß, aber den kriege ich ja natürlich nicht hin. Ja, ich krieg das halt bloß jedes Mal hin, so ziemlich. Deswegen das Level für mich halt relativ angenehm ist. Ja, zumindest der Anfang. Danach kommt ja noch was anderes als eine Poki-Reiterei. Das Poki-Reiten-Level, yay!
Übrigens gibt's später auch eine Stelle, wo du akustisch ein bisschen aufpassen musst, aber das sage ich dir dann auch Bescheid. Da wird dann irgendwo eine Shell losgeschossen oder sowas? Ja, und die darf einen Block nicht aktivieren und da musst du dann halt hören, weil ich über Skype höre ja nichts. Hurra! Ich höre auch nichts. Ah! Pokegeschwindigkeit. Was ist denn jetzt? So, danke schön. Theoretisch kannst du den Block einmal gegen ihn schießen, dann bist du den Block schon mal los und der ist einen Block kleiner. Ja. Das später, also dir dann gleich nochmal. Den Block hast du zu früh aktiviert, glaube ich, den Turnblock, oder? Ja. Oh. Ah, okay. Poke kommt nicht mehr raus. Weil Poke ja nicht gerade der schnellste ist. Sonic? Oh. So, und jetzt kannst du hier ganz einfach nach rechts reiten. Das ist auch der geplante Weg. Bisher. Ja, mach alles richtig. Kannst du weiter unten abspringen? dann geht's vielleicht einfacher. An der Schrägen. So, und jetzt muss er sich nur noch ein bisschen nach rechts bewegen. Go, Pokey! Kann er go fast, Pokey? You can do it. Fuck you! Oh, noch nicht. Fuck you, nein. Fuck you, so, nein! Oh man. Don't be fucking rude. Okay. So, jetzt, tschüss. Na, ich glaube, hier auf den Poki zu springen ist nicht schlecht, oder? Nee, geht auch so. Warte mal, Conan, bevor du in die Röhre gehst. Wir sind bei 37 Minuten, wäre doch perfekte Zeit für einen Cliffhanger, oder? Können wir gerne machen. Ui, ja, danke fürs Zuschauen. Jetzt sind wir also in einem Puzzle-Level, es wird sehr viele Parts noch kommen. Welches Item wird uns nach der nächsten Röhre erwarten? Sie sehen es im nächsten Part. Yay. Und tschüss. Ciao.